Himmel 19. Challenge Projekt. Huf, huf, mit dem Chrissy. Huf, huf, mit Melu. Servus. Und jo. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und wir sind gerade dabei, die mobile Käserei, was wir in der letzten Folge gekauft haben, zu befüllen. Mit der geilen Kanne, die 500 Liter fasst. Und irgendeiner schwebt oben. Ich glaube, ich bin schon so besoffen, Alter, von der Silage. Ich grüße dich schon zweimal, seh. Lol. Du Kokser. Oh, hey, du, wo soll ich denn die Ballen hinschmeißen? An die BGA. Okay, dann schmeiß ich sie da hin. Ins Spaß-Elo. Ich tu ihn dann 66 Ballen verkaufen. Passt. Passt. Dann können Sie mir schon einen Preis sagen, wie viel ich dann bekomme dafür? Für 3,5? 350. Warte ganz kurz. Rechne doch! 66 mal 350, 23. Ja, der hat einen Taschenrechner in dem Finger, das sehe ich jetzt schon. 23,1. 23,1, krass. Das ist ja ein fairer Preis. Mach mal 23,1. Na gut, ich hätte mich für 66.000. Ja, 200.000. Willst du kleine Mülle? Ich gerne. Jo, Leitland, das packt noch ein bisschen, weil wenn man I druckt, dann hört das sofort wieder auf. Deswegen muss man das so schnell hintereinander drucken, damit er abladet. Ansonsten faul ich bei dem Tag heute so. Und wenn wir zweimal, glaube ich, noch fahren, dann haben wir den ganzen Milch in der Käserei. Ja, ich weiß nicht, wie der Fahrer Künste gelandet. Scheißdreck, wo willst du das sehen? Hast wieder GoPro an meinen LKW dran gemacht, ey. Ja, ja. Wie immer. Live im TV. Sie hat da die GoPro auf der Live Ebene. Im TV. Alles, was du machst, ist live. Live ist live. Live ist live. Mama, ich bin im Fernsehen. Ich bin berühmt. Ich bin auch live, ich bin aber auf Twitch. Oh, warte mal kurz. Mama, ich bin famousest. Wo ist denn der Dings, der Kollege? Justin? Der fährt los. Welcher Kollege? Komm mal her auf meinen Hof, bitte schnell. Ich möchte mir eigentlich so einen schönen Rasenmäher vom Händler kaufen. Och nee. Für was braucht man sowas? Zum Rasenmähen. Von den Rollrasen von dir. Der möchte den Rollrasen kaputt machen. Wenn du 7 Jahre gelegt Alter, hast. Alter, wo ist denn die Hupe? Warte mal, wo ist denn die Hupe? Warte mal, ich muss kurz die Hupe suchen. Ja, lol, stell mir bitte auf. Ja, warte kurz, Chris, ich such kurz die Hupe. Ich finde aber keine, wo ist denn die? Ja. LKW-Hupe. Würde schon schlecht. Oh, so, lass ich mal weiterfahren, ey. Oh nee. So. Ja, Kollege, ich will mich schon wieder äppeln. Jo, das ist die Freitagsfolge, die geht wieder 20 Minuten, falls euch das bockt. Stimmt, ist ja Freitag, heute Abend. Abend wieder Livestream. 19 Uhr ist ja wieder Livestream, Alter. Wie wir zugleich immer reden. Weird. Weird. Kannst du mir das Geld überweisen für die Ballen? Der LU. Der LU hat eh schon vergessen. Vergiss mich aber immer. Kostenlos. Hab ich auch gedacht. Kostenlos. Mhm. Gratis zum Mitnehmen. Ich reiß dir gleich die Bürge hier aus dem Boden und stick dir die durch den. Wieep. Ja, kann ich gut cutten oder was, ey? Ich hab sogar den Piep schon reingemacht. Mehr als 1000 Euro, ansonsten lasse ich dir einen halben Ballen hier liegen. Warte mal ganz kurz. Ich hab grad was geklärt mit meiner Flasche. Mit meiner Flasche. Mit meiner nee, Assistentin. Ganz kurz. Ich überweise kurz das Geld und bin gleich da. Ich überweise gleich das Geld. Ich bin ganz kurz, ganz schnell weg. Wasserschaden, Isa. Richtig, so hast du sowas von verdient. Wo ist mein Geld? Ja, aber beißt gleich Chill, du Hammer, Herr Kollege. Ich brauch das Geld jetzt. Jetzt sofort. Warte mal, ich muss selber gerade mal gucken. Der ist für mich verarscht, der Hund.
Ah ja. Also so faul ist wohl ein Tag so, mein Guter. Jo, Leute, dann falls ihr fragst, das ist normal, damit er spackt da. Aber nee, es geht schon. Das nächste Mal stelle ich es einfach gleich mit direkt Anschluss zum Tank dazu, dann geht das. Huf, huf, ich bin jetzt auch noch total los. Hab kurz mein ganzes Lenkrad unter Wasser gesetzt. Der gute Fan, wo du drin saß. Das tut mir leid. Klaas, aber ja. Der gute Klaas. Anna, willst du noch Anschluss von den anderen Chefs kriegen? Die nein, mögen nämlich den Klaas. Das passt schon. Da kriege ich einfach noch ein bisschen Cola rein, dann passt das schon. Ja, ja, das geht schon. So, ich will jetzt bitte die 23.100. Boah, das muss ich mir noch überlegen. Jetzt sofort! Jetzt, ich will mein Geld! Herr Kollege, scheinst du nicht so direkt auf ihr Geld, die wir sehen. Wegen dir habe ich jetzt mein Dings Slack. Danke dafür. Nichts vergisses. So, Freunde, jetzt dann werden wir da Wow. Ich war. Stimmt, ich habe in der anderen so mein Handy, gell? Und er hat mich so erschrocken. Einflugschneise, Junge. Alter, wär da am Baum gestanden, du wärst ja voll dagegen geknallt jetzt. Junge, Junge, wäre ich nicht ausgewichen, Alter, ich dann zähle und dahin in eine Ecke geschoben, Alter. Wäre dahin in der Buxtehude geflogen. Wahrscheinlich. Oder nach Chrissy nach Hause. Oder zu Chrissy nach Hause. Oh, fuck, Alter. Da war ein Zaun von der Oma Gerda. Da war ein Zaun von der Oma Gerda. Das ist mein Geld. Hab ich dir schon überwiesen? Das waren nicht alle. Doch, das waren 26.1. Nee, waren das nicht, Junges. Digga, schau mal dein Finanzbereich. Oh, Alter. Du machst das LU blank, Junge. Mit deiner Lügerei. Zaun von der Oma Gerda. Sonstiges. Mir fehlen noch 1000 Euro. Ich habe 22.500. Also jetzt hat 500. Nee. Ja, 1000 Euro, richtig. Danke. Kopf aus. Was? Nichts. Ich musste gerade laut nachdenken. Okay. Übrigens, hier unten steht noch ein 1000er oder ein 900er mit dem Ladewagen. Interessiert keinen, schenke ich dir. Oh, schenkst du mir? Gar keinen. Danke dir. Kriegst du es noch auf mein Konto überwiesen? Ja, also, wir haben vier. Das wir Geld, haben, damit ich mir den kaufen also, wir, hallo, wir haben vier von den 1000er. Da fällt einer schon nicht auf. Alles gut, kannst du ruhig mitnehmen. Okay, danke dir. Aber ehrenhaft. Ah ja, das wäre beim Felix in Anzeige bringen. Du kannst kurz mal ein- und aussteigen. Halt jetzt hier. Damit ihr Zwillingsbruder nach Hause gehen kann. Gib dir gleich den Zwillingsbruder so in die Fresse. Ey, ist doch wirklich so. Oder Chrissy, da ist doch noch ein Zwillingsbruder von ihm. Jo. Den hat er schon auf AliExpress verkauft. Das sieht aber ganz schön, das sieht aber schön aus als der erste Original. Wenn du aufhörst, mich zu betatschen. Sag mal, ich betatsche dich doch gar nicht. Ey, das ist der Schritt. Fühlst du dich angeturnt oder was? Ah ja. Gut, geil. Zwei Kollegen auf einem Platz, das kann nicht gut werden. So, was haben wir jetzt noch zu machen? Ey, ich hab schon zwei Käse-Dinger, Alter. Was wollt ihr eigentlich? Damit bezahle ich jetzt meine Wohnung ab. Dein Leben besteht aus Käse. Macht Disco, Alter, der macht Disco. Hä, hey, wo zack er denn an, wie viel Käse du hast? Ui. Hä, hey, wo? Bei mir auf dem Hof. Hä, hey, musst du es nicht weg? Was muss weg? Na, vergiss es. Ey, ich produziere jetzt mal fertig hier. Ich fahre jetzt übrigens ein Käse live da jetzt. Hä, hey, bei mir steht aber nur kein Käse. Weißt du, was ich witzig finde? Wenn was? Justin jetzt seine ganze Milch zu Käse macht und dann den Käse nicht verkaufen kann. Ach. So 100.000 ja, vielleicht. Chrissy auch ganz schön am Arsch, weil der produziert ja gerade auch Käse. Achso. Ne, bei Chrissy kann man es verkaufen. Hab ich nicht gesagt, es war Silo? Hä? Hab ich nicht zugehört. Hab ich jetzt dahin geschmissen. Ja, ich hab's gemerkt. Ne, wirklich wieder.
Indem ich eine BGA-Stimme in den Teleskop lade. LU-Mitarbeiter. Hello. Was wollen Sie von mir? Kannst du meine Brotstulle mal schmieren? Was? Na, Herr LU-Mitarbeiter. Spritze bitte mal 43 und 62 Spritzen. Ich bespritze dich gleich. Herr was? Kollege? Plus 18. Herr LU-Mitarbeiter? Ist geplatzt. Ja. Du bist kein LU-Mitarbeiter, sei leise. Ja. Und zwar Herr LU-Mitarbeiter, kennen Sie bitte... Wir können Ihnen leider nur Ballentechnik anbieten, weil den Rest ja, haben wir ja verbrannt. Bitte, das Feld 14, wo Sie Getiven lockert haben. Ja. Mit... Mais anheim? Na, warum Mais? Weiß ich nicht, kann ich häckseln gehen. Maisparty. Na, bitte mit Sojabohnen. Schau wieder. Oder was würden Sie für Kühe empfehlen? Sojabohnen essen zwar die Kühe nicht, aber... Nein. Big Mac. Ich hab kein Big Mac Fleisch. Weizen. Geben Sie auch noch Stroh raus. Big Mac. Weizen. Big Mac Menü. Oh, Stroh macht auch noch Geld. Ey, wisst ihr, was richtig gut für Kühe ist? Da Cheeseburger ohne Cheese. Cheeseburger ohne Cheese. Du bist ey. Ein... Du bist ein Clown. Und ein Big Mac Menü ohne Menü. Ah, kann man irgendwie bannen oder so? Oh Mann. Sorry, Alter, oder 9er Chicken oder 9er. Sorry, du Model. Sorry, Alter. Dann tu uns bitte Hafer und sehen. Oh, hast du schon fertig gespritzt auf meinem Feld? Junge, ich bei deine schwulen Ballenpöpfe dann. Wenn du das Hafer angesetzt hast, dann schickst mir bitte die Rechnung. Was Hafer? 7 Millionen. Wahrscheinlich. So, was haben wir noch zu machen? Herr Lu-Mitarbeiter. Ist geplatzt. Herr untergeordneter Fischkopf. Hallo? 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 Hallo, Mitarbeiter. Eigentlich, wenn ich keiner mag. Hallo, Mitarbeiter, ich habe eine kurze Frage an Sie. Hallo, Mitarbeiter? Jetzt ist doch nicht eigentlich. Chris, soll ich eigentlich direkt anfangen? Ja, wenn du willst. Ja, also ich hab Zeit, ich muss ja nichts weiter machen. Wenn du das machst, just... Oh, Scheiße, ich hab dich nicht gesehen. Mach mal ganz kurz den Handmodus an, bitte. Der Kollege hat Asthma. Nee, jetzt aber Real Talk. Kannst du bei mir mal spritzen? Ich bespritze dich. Halt den Mann. Kein FSK 18. Wenn du... Hey! Oh Mann. Alter, sowas von ein Autolot-Kind, gell. Boah, Digga. Nur weil du damit nicht umgehen kannst, du Wieser. Ja, du Model. Junge! Du nimmst da mein Teleskoplader mit. Ich kann doch jetzt so gut umgehen mit dem Anhänger hier. Ja, du kannst mit deinem ganzen Fahrwerk. Ich komme nicht mehr, ich bin eingesperrt. Nee, jetzt haben wir mal wieder. Da jetzt machen wir es Tor zu und dann verkaufen wir den LKW. Pass. Können Sie jetzt mal mit Spritzen anfahren? Hallo, können Sie jetzt mal Unkraut wegspritzen? Nicht nur das Unkraut ohne zwischen ihren Beinen, sondern auch das auf meinem Feld. Nee, da ist kein Unkraut, wissen Sie. Das ist schon weg, das ist schon abgespritzt. Oh, oh. Alter, verdammt. Zieh noch rein, zu welchem kleiner Perversling. Hallo, bitte, KFSK auch. Ich bin ein sorgfältiger LU-Mitarbeiter. Ich hab seine Arbeit. Also, der LU-Mitarbeiter sind sie, aber sorgfältig weiß ich auch nicht. Ich meine, wer hat von uns beiden die Ballen weggeschoben? Sie. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ja.
Ich. Dass ich die Ballen weggeschoben hab. Das haben wir schon mal geklärt. Oh Mann, ey. Ah, zwei Clowns auf einem Platz. Ja, das ist scheiße auch noch voll am Herr Elo, Mitarbeiter. Ja, Herr. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Schreiben Sie bitte für die nächste Aufnahmesession ein paar Kühe kaufen auf den Kalender. Nein. Ja, kann ich machen. Ey, die Mukus sind vorm Aussterben bedroht. Sie können. Was hat er jetzt gesagt? Mann, jetzt heißt du einmal leise, sie Hasluft sehen. Jetzt gehen sie weg. Was? Was? Grüß Sie! Heißt gut! Sorry. Aber bitte kurz bei einem Deutsch, Dick sind. Was gemeint Deutsch? Komm mal bitte kurz sein, deine Hallo. Sei du Hefeklos, wo bist du? Da wo ich bin. Du doch nicht! Wo ist andere Hefeklos? Meinst du, ich kann mit der Bereifung bei Justin über den Acker abrennen, mit der Spritze? Ja, schon. Meinst klar, oder? Ich kann den Vollkararo mit 90 Gramm in deine Ballen reinfahren. Bitte 28 Kühe zu mir bringen, danke. Was? 200? 28. 28. Ich habe gehört 280 Kühe. Weißt du, was sie da noch, wenn er 280 Kühe bringt? Ja, der ist ein bisschen inkompetent, ich wundere. Oh, was? Junge, was willst du mit inkompetent, Alter? Komfort. Leitlein hier bis. Heute ist wieder Freitag, natürlich nicht vergessen. Livestream. Heute können wir mal ein bisschen eskalieren. Ja, ist so. Natürlich bitte. Eskalieren, ja. Wir eskalieren wieder, Chat. Wir eskalieren. Bitte mit Humor nehmen. Eskalieren tun wir wieder heute, ey. Schauen Sie ihn an wie er fort. Schauen Sie ihn an wie er fort. Junge, das ist der Abkürzung. Das ist der 1000. Das mache ich schon seit der ersten Folge. Darf ich kurz anmerken? Nee. Ich hab ja die Spritze und den Fronttank umgeschmissen und kann die beide jetzt nicht mehr anhängen. Ist mir scheißegal, und wenn sie. Und wenn du mit dem Zeug in deine scheiß Pisse reinmachst, Alter, und dann auf dem Feld pisst, ist so egal. Alles klar. Dann ist dein Feld gestorben. Ey, du bist für mich schon mal schon lange gestorben. Er hat meine Liebe. Ey, steig mal ein, Chrissy. Hefeklos. Warte mal. Steig mal ein! Jetzt wäre es vom Wort! Steig ein! Ja, wenn sie mal wegfahren. Du kriegst auch gratis das Eis. So, bei Herr Kollege. Bei mir, bei 43. So, Herr Kollege, wenn Sie jetzt noch einmal irgendwas sagen über mich. Hä? Dann hole ich einmal ja, an. Warte, zweite Mal, mach mal das Eis hin für dich. Für die kleine Titi. Wo ist der Eis? So, mein kleiner Hefeklos. Wenn jetzt mal Hefeklos hast. Du schon wieder vom Aussterben bedrohte Kühe hier einfach. Die sind nicht bedroht. Die sind vom Aussterben bedroht. Laber doch hast nicht jetzt. Hast du die Milchkuh mal angeguckt? Was die denn? Sind vom Aussterben. Jetzt tun Sie mal Ihr Telefon weiter weg von Ihrem Scheißmund, gell? Und sagen Sie mir jetzt mal die Flächen. Und sagen Sie mir jetzt mal bitte die Flächen, die ich abspritzen soll. Mei, ich will doch kein FSK 18 haben, jetzt so weiter. Im Bett, aber es sollen im Feld 43 und 62 spritzen. Danke, jetzt habe ich wieder einen Strike. Vielen lieben Dank dafür. Oh nee. Herr Kollege. Oh, ja. Und, also Leute, falls die Folge FSK 18 wird, so wisst ihr warum. Weil Nils ein kleiner Homo ist. Achtung! Oh. War da was? Ich hab grad mein Auge gerieben, war da was? Oh. Nee, du fährst wie ein Krimineller. Ich glaub, bei dir wird einmal der Vitus Lanzel vorbeischauen. Silagekönig. Bei dir wird einmal der Vitus Lanzel vorbeischauen. Hör auf meine Armatur zu essen. Hä? Ich isst doch nicht einmal, du Kick. Du isst! Das seh ich! Du grübelst die ganze Armatur voll! Kannst du nachher mit meinem alten Staubsauger wieder freimachen? Und du kannst nicht fahren, da hast du nur deinen Führerschein gemacht. Bei dir. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, oder? Jo, da fährt der Herr Kollege wieder. Und jo, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir den Herrn Kollegen einmal kurz noch zu. Och, Scheiße! Alter, der ist einfach. Mit dem Staubsauger die Krümel hier weg. Geht ist auch gar nichts. Wie viele Minuten stehst du da schon? Seitdem ich dir reingefahren bin, ne. Du bist mir nicht reingefahren, wir sind aneinander geschlittert.
Wir sind leicht. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei, der hat schon wieder sein Asthma. Und ja, dann schaut's zum Freitags-Livestream wieder vorbei. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.